So, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück, Aachen Karrieremodus und in den letzten Zügen der Saison Nummer 4, während wir hier sehen, dass Nicolò Tresoldi zum Spieler des Tages für das 5:1 gegen uns gewählt wurde, was ich für eine absolute Frechheit halte. Spielen wir als nächstes gegen den SV Werder Bremen. Das ist auf jeden Fall was, wo wir reingehen. Das ist nämlich 11. gegen 12. Also eine Möglichkeit, an Werder Bremen ranzukommen, uns ein bisschen mehr Budget zu sichern. Nee, Moment, wir sind da vorne. Was laber ich für einen Käse? Wir sind auf der Elf und Bremen will an uns rankommen. Wir können auf jeden Fall an Hoffenheim rankommen an der anderen Seite. Deswegen werden wir das auch auf jeden Fall selber spielen. Pontus Dabo möchte spielen oder was war, glaube ich, letztes Spiel? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist das Team, mit dem wir reingehen. Das ist das Team. Wir werden Mörsch, Iran Kunda vorne machen, Bahoya dahinter. Pontus Dabo dann auf der 6. Auf der 8, nicht auf der 6. Und ansonsten sieht das Ganze eigentlich wundervoll aus. Brauchen wir nicht viel dran rumschrauben. Gehen wir rein. Auswärts unterwegs im Weserstadion. Gucken wir mal, ob wir hier was ranholen können. Und ich hier wieder Max Mörstedt sehe, wie er nicht im Abseits steht, den Ball annimmt und direkt das 1-0 erzielt. Dieser Mann, ne? Ich kann nicht mit diesem Mann. Gute Laufwege, sehr, sehr starker Passer wieder. Direkt am Anfang... Schenken wir Werder Bremen eins ein. Das ist wahrscheinlich das früheste Tor jemals in dieser Karriere. Also, der Max, der ist es langsam halt einfach. Der macht safe am Ende 30 Tore die Saison. Das müssen wir erstmal verteidigen. Während Bremen kommt. Aber hier, Jol ist... Da, ist das ein Elfmeter oder was? Ah, nee, faul. Ich wollte gerade sagen. Rosebery Hall macht den direkt. Hier, Jol ist aber da. Harry Mess, der ist ganz alleine. Den Ball aber zu Mörstedt. Der nimmt Veratschnik mit. Kriegen wir den Konter hin. Veratschnik legt den sich weit vor. Geht ins R1-Dribbling. Wartet auf die lange Flanke in Richtung Iran Kunda. Aber Philipp Köhn ist es im Bremer Tor. Er macht das stark. Nächster guter Laufweg. Max Mörstedt auf dem Weg zum zweiten. Na, das wird nichts. Müssen wir nochmal abdrehen. Max, kurzer Pfosten. Der Mann ist einfach, das ist der neue Lewandowski, kenne ich nix. Oh Mann, der macht die Dinger rein. Gute Drehung mal wieder. Max Mörstedt, Doppelpack gegen Werder Bremen. Ist das wieder eins dieser Spiele, wo wir dann wieder 5-0 gewinnen, ey? Ich check halt die Schwierigkeit wirklich manchmal nicht, ne? 15 Tore in der Bundesliga in 21 Partien. Das war jetzt nicht gut verteidigt. Da stellt er den Körper rein und den hat Flecken nochmal. Aber das ist eine ultra gute Quote. Eben kommt jetzt über außen. Da ist Heoyul. Schön verteidigt. Kontermöglichkeit für uns. Über Mörstedt. Der legt ab für Dabo. Er nimmt Harry Mess mit. Und der sieht Iran Kunders. Guten Laufweg. Wieder ist Max Mörstedt in der Mitte. Diesmal kriegt er ihn aber nicht gut serviert. Schöner Pass. Heoyul muss Beltran hinterherlaufen. Kriegt er den noch? Fran Beltran. Boah, wird komplett obs genommen. Aber der Abschluss ist vorbei. Ganz ehrlich. In so einer Situation müssen wir jetzt einfach chillen. Müssen ein bisschen Kontrolle ausüben so und nicht so aggressiv nach vorne gehen, wie ich das teilweise oft mache. Wir sind halt nur in der Viererkette unterwegs. Da werden wir dann vom Konter ja manchmal echt bös hops genommen. Jetzt hier von hinten aufbaut. Schön. In Richtung Mörstedt. Mörstedt, gute Bewegung. Schade. Max muss nur noch ein bisschen schneller werden. Ein bisschen schneller noch. Lecken mit der Übersicht. Fängt den ab. Abwurf Iran Kunda. Das ist Pavlovic. Der kann eigentlich ziemlich gut passen. Der geht in Richtung Bahoya. Aber Bahoya ist so eine Art Shadow Striker auch so ein bisschen. Der oft auch mal... Oh, schönes Ding. Oh, den kriege ich nicht. Decken raus. Ah, 1-2. Das ist halt das Ding. Das war wieder viel zu offensiv von mir. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer mache, ey. Das ist nicht schlau. Ist es nicht. Harry Mess. Mit einem tollen Ball in Richtung Bahoya. Ah, das R1-Dribbling war eigentlich aber unnötig. Hätte ich einfach abziehen können. Müssen wir mehr draus machen aus diesen Möglichkeiten. Das meine ich, das ist halt unnötig und hektisch. Schön gemacht von Skelly Alvero, aber der Ball ist direkt wieder weg. Warum so hektisch? Warum nicht einfach umdrehen nach Ballgewinn? Ja, das haben wir jetzt mal Glück gehabt, dass Tim Drexler aufgepasst hat. Ja, das ist Finn Jeltsch auch gewesen, nicht Tim Drexler. Unser Ball. So viel Hektik, ey. Ich will schon mit der Führung in die Pause. Ja, stellt zurück zu Alvero. Der hat einen Bums aus der zweiten Reihe. Haben wir schon mehrfach gesehen. Hat unter anderem im Pokal den Doppelpack geschnürt. Heoyul verteidigt das gut. Das wäre Veratschnik. Bahoya. Bahoya, guter Ball, aber den kriegt Mörstedt nicht.
Wir führen immer noch zur Pause, aber ich hätte gerne auch zu Null zur Pause geführt, weil das Problem ist, wir haben Bremen rankommen lassen und das macht es spannend in der zweiten Halbzeit. Da werden wir natürlich durch ein Tor dann wieder auf nur einen Punkt gerutscht. Skelly Alvero, kleines Homecoming, das ist abseits. Das ist eigentlich ganz geil, wir haben gefühlt von jedem Bundesliga-Team einen Spieler im Team, ne? Finielsch von Nürnberg, Utermes ist von nirgendwo, Bahoya Frankfurt, Alvero Bremen und so weiter und so fort. Boah, das ist ein super Ball. Heyoyul auf den Jinma, an Jinma 2-2. Nicht Heyoyul auf den Jinma, aber da hat Heyoyul das Abseits halt ein bisschen aufgehoben. Eieiei, Leute. Dürfen wir nach einer 2-0-Führung wirklich nicht aus der Hand geben. Schöner Ball von Veraschnik hinter die Kette. Der ist gut geklärt. Den hat aber... Sorry, dass ich nicht weiter moderiert habe. Ich muss mich gerade kurz konzentrieren. Ich wollte den unbedingt reinmachen. Die Rankunda 3-2. Das Spiel geht hier Schlag auf Schlag, Leute. Nächste Unterbrechung ist, glaube ich, auch wieder die unsere, dass wir ein bisschen wechseln können. Einfach kurz wie so ein Computer aufgehört zu reden. Einfach Kurzschluss. Schöner Ball, Heyoyul. Max Mörstedt. Mit seinen 5-Stern-Skills, er ist so wild. Harry MS. Auf Bahoya. Bahoya. Steckt durch auf Iran. Kunda aber abseits. Wechseln, wie gesagt. Und das Dabo mal raus für Pohlmann. Ementa kommt für Max. Iran Kunda geht raus für Justin Deal. Tim Drexler für Heyoyul. Dem haben wir doch einen neuen Vertrag angeboten, ne? Weil der irgendwie immer noch so upset ist. Und Harry MS kann auch nicht mehr. Der geht raus für Ogiwara. Was eine Kombination. Da war aber wieder dieser Kamerabug, wenn man irgendwie wechselt, dass man halt nicht richtig das angezeigt bekommt. Ey, das war ein bisschen bitter. 3-3. Ementa ist mittlerweile in der Partie. Kann auch mal einfach hochspringen. Was will Günther machen? Anusike. Den haben wir. Ja, alles frei. Wo... Was ist das für ein Spiel, Alter? Was ist das für ein Spiel? 4-3. Justin Deal. Oh Mann, Leute. Wir sind wieder vorne. Das ist eins der wildesten Spiele, die wir in der Karriere hatten. So viele Tore. Aber Bremen spielt halt auch mit komplett offenem Visier, habe ich das Gefühl. Oh, der Ball auf Ementa, der wäre free gewesen. Ist ein bisschen gut mitgelaufen. Veraschnik, kann er den noch kriegen? Fran Beltran. Hat er noch. Gut verteidigt zu zweit. Nein, das Abseits. Das muss Abseits sein. Gott sei Dank. Gott sei Dank Abseits. 100%. Guter Ball. Justin Deal. In der Mitte Ementa. Der kommt gut. Der gewinnt das Kopfballduell nicht. Wie kann das denn sein? Anusike, du bist gefühlt der größte Spieler im Game. Anusike Ementa bei der Ecke. Der ist halt natürlich eine krasse Waffe. Aber wir dürfen ihn nicht auswählen. Aus irgendeinem Grund. Zurück zu Ementa. In der Mitte ist halt so viel Platz, ne? Bahoya. Gute Bewegung, guter Abschluss. Und der Abschluss nur leider. Gute Idee, aber nicht in die Füße. Egal, geklärt. Letzten 10 Minuten laufen. Wir müssen es nur noch über die Zeit kriegen. Weil 3 Punkte verdient oder nicht verdient. Keke Tom mittlerweile auch in der Partie. Die würde ich schon ganz gerne hier behalten. Schön gemacht. Guter Ball auf Ementa, aber der ist schlau genug, nochmal nach außen zu driften. Ogiwara geht an die Eckfahne. Sieht aber, dass Ementa da frei ist. Ja, Fehler. Eben kriegt nochmal die Chance. Letzte Minute läuft. 90. Pavlovic packt den Sprint aus. Der Ball ist gut, aber Tim Drexler ist schneller als Beltran. Das muss es doch dann eigentlich gewesen sein. Marc Flecken pearlt den Ball nochmal weg. Hau den Ball raus. Meine Herren, 4-3 gegen Alemannia Aachen. Junge. Was ein Spiel. Dann haben wir auch wieder den FC Köln. Das ist auch wieder eigentlich relativ Tabellennachbar-Territorium. Aber ich glaube, wir werden das mal in die Hände der Simulation geben. Mörsch ist gerade so gut in Form. Machen wir Mörstedt Deal vorne. Rotieren einfach mal generell ein bisschen durch. Tim Drexler nochmal für Heyoyul rein. Mansambi, der ist traurig, weil er nicht spielt. Dann spielt er jetzt nochmal. Und hier unten. Auch in Ulrich müssen wir halt zwangsläufig ab und zu mal spielen lassen, weil er sonst halt einfach zurückgeholt wird von der Laie. Aber ich finde es, glaube ich, so von der Auswahl ganz okay. Gehen wir in die Simulation gegen den FC und das gewinnen wir auch mit 3-1.
Merstedt Doppelpack. Alter, der Mann reißt auch in der Simulation ab. Ey, ist das wild. Ist das wild. Max Merstedt, wieso gehst du nicht weiter hoch? Nick Woltemade ist sauer, weil er nicht spielt. Dann spielt er jetzt gegen Heidenheim nochmal. Woltemade also vorne rein oder auf die 10. Bahoya auch schon eins hochgegangen. Das ist super. Wir machen mal Woltemade für Merstedt. Machen wir mal Woltemade ihren Kunda vorne. Lassen auch mal... Thomas ist ein bisschen sauer. Lass doch mal Bakatukanda spielen für Heoyul. Ansonsten wäre es noch nicht so gut drauf. Wie gesagt, Mansambi ist nicht gut drauf. Mansambi spielt einfach nochmal. Und auf der 10 nochmal Pontus Dabo. Wir haben halt, wie gesagt, keine richtig geilen... Wir haben nur einen AV-Backup. Also da müssen wir auf jeden Fall... Da hätten wir eigentlich nochmal wen leihen müssen. Egal. Schnelle Simulation gegen Heidenheim. 1-0 verlieren wir das Ganze durch ein Tor von Mikkel Kaufmann. Wollte mal nichts contributed, außer eine gelbe Karte. Das ist natürlich auch wundervoll. Dann haben wir RB Leipzig. Also ich glaube, wir werden die Simulation jetzt ziemlich durchziehen, noch ein, zwei Spiele am Ende selber spielen, um uns noch einen guten Tabellenplatz zu erarbeiten. Aber so richtig wichtig ist uns ja unsere Platzierung in dieser Saison eigentlich auch nicht, oder? Also, ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Dann machen wir Mörstedt wieder rein, weil Woltemade hat es nicht gebracht. To be honest, machen wir nochmal Mörstedt-Deal. Bahoya auf der 10, der macht das ganz gut. Pavlovic, Pohlmann, ich glaube, wir lassen es einfach nochmal so. Noch dort nochmal rein. Viele von euch haben auch in die Kommentare geschrieben, habt doch mal eine erste Elf. Jetzt haben wir so zumindest halbwegs eine erste Elf. Mörstedt trifft einfach schon wieder. Es ist verletzt, ich hoffe nichts also Wildes. Das gucken wir uns jetzt direkt mal an. Laie von Ementa endet demnächst. Stimmt, ja, wir müssen nächste Saison dann die Kaufoption ziehen. Mess ist 4 Wochen raus, heißt Ogiwara ist wieder am Start. Wir haben mittlerweile auch schon Mai. Wie viele Spiele sind es denn überhaupt noch? Es sind nur noch 2 Spiele. Dann spielen wir, glaube ich, das nächste Spiel oder sollen wir die letzten beiden spielen? Dann können wir nächste Folge dann direkt mit den Vorbereitung für die Saison anfangen. Oder spielen wir einfach jetzt noch ein Spiel und gehen dann schon mal in die Vorbereitung in dieser Folge rein. Ich glaube, das machen wir. Wir spielen noch ein Spiel und gehen in die Vorbereitung schon mal rein. Das ist, glaube ich, für euch cooler, als jetzt hier noch so belanglose Spiele euch anzuschauen. Dann simulieren wir das Ganze jetzt hier nochmal. Ich glaube, wir ziehen Mörstedt einfach durch. Da ist die Platzierung jetzt eh nicht so krass wichtig ist, können wir hier auch nochmal Bakatukanda und Brexler machen. Wir können Mansambi nochmal reinmachen. Vielleicht dann mal statt Pavlovic, dem wir mal eine Pause geben. Pontus Dabo mal wieder auf der 10. Einfach mal ein bisschen durchrotieren nochmal. Können auch nochmal Jon ins Tor machen. Vielleicht ist er ja auch nochmal ein bisschen glücklicher dann. Wie gesagt, das werden wir nicht gewinnen. Woltemade trifft, Pontus Dabo trifft. Das ist nett. Und dann das letzte Spiel der Saison, das spielen wir dann, glaube ich, einfach nochmal gegen Leverkusen selber. So als kleine Abrundung und dann können wir mit den Vorbereitungen der kommenden Saison dann einfach anfangen. Machen Ogiwara auf links, spielen dann nochmal mit Heulund und Mansambi. Obwohl, Skelly Alvero. Machen wir mal Heulund, Mansambi, Alvero. Bahoya auf der 10. Wir machen nochmal den dicken Doppelsturm. Mörstedt, Ementa, so zur Saisonabschluss. Ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. Und gehen nochmal rein gegen Bayern 04 Leverkusen. So, auf geht's. Saisonabschluss in der Bayer Arena. Wie gesagt, Leverkusen wird uns wahrscheinlich komplett zerstören, aber... Können wir nochmal mitnehmen, so als letztes Spiel der Saison. Wir sind dann am Ende irgendwie, weil ich nicht, 10., 11., 12., der mittlerweile Pavard und Louis Guilherme. Jonas Hofmann ist noch da. Cody Gakpo ist am Start. Also sehr, sehr, sehr interessantes Team. Dann habe ich mich aus der Position baiten lassen. Bakatukanda ist da, blockt den. Und es gibt direkt die erste Ecke. Also ich erwarte hier eine 3-4-5-0 Klatsche wahrscheinlich. Vielleicht erzielen wir auch ein Tor. Das wäre ganz nice. Mansambi gewinnt das Duell wieder hier auf Außen. Ne? Der Mann. Langer Ball vom Keeper. Bakatukanda ist da, verliert aber das Kopfballduell. Wirtz immer noch auf Leverkusener Seite, tankt sich dort durch. Den Passweg zustellen, das macht Tim Drexler hervorragend. Auf Arnus Sieke. Ah, da kommt Mörstedt nicht gut vorbei. Und auch die Annahme ist so semi-gut gegen Pavard. Je länger wir das 0-0 halten, desto glücklicher bin ich halt eigentlich. Wir können halt echt dann lange Bälle spielen, ne? Ementa, gut, den gewinnt er halt einfach nicht. Schöner Ball hinter die Kette. Max Mörstedt. Gute Mitnahme. R1-Dribbling. R1-Dribbling. Mörstedt. Schade. Guter Abschluss. Der Ratschnick. Auf einmal ist hier viel Platz. Der Ball geht rüber zu Mörstedt. Der legt nochmal auf Mansambi. Menta. Ja, da haben wir uns ein bisschen geknubbelt in der Mitte. Da war eigentlich viel Platz zwischen den Ketten. Um da was draus zu machen. Schöne Kombination von Leverkusen. Bakatukanda lässt sich da ausdribbeln. Aber Leverkusen dribbelt auch sich selber aus. Das ist aber ein Foul. Dann direkt gemacht. Flo Wirtz. Er war nicht von schlechten Eltern. Oder von schlechten Großeltern. Also wer den Witz jetzt verstanden hat.
Schreibt's in die Kommentare. Oh Mann. Ach, das ist immer gut. Wir doppeln halt oft auf außen. Mann, Sambi tankt sich da durch. Mörstedt mit dem Einsatz. Kommt den Ball direkt wieder. Max Mörstedt. Ist halt nicht so der Sprinter. Stellt aber den Körper rein. Mörstedt, grün getimed. War Hoja nochmal. Und das ist eigentlich ein Foul in meinen Augen. Oder halt einfach nur vernünftiger Körpereinsatz. Bakatu kann da Riesengrätsche. Wieder eine gute Idee. Mörstedt. 1-0. Alter, Max, Junge. Er macht weiter. Das ist wichtig. Ich hoffe bei Gott, dass er nochmal hochgeht nächste Saison. Wenn nicht, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, es wird dann eh wieder so sein, dass der Mann halt dann anstatt auf einer 71 stehen bleibt, auf einer 73 stehen bleibt, wenn überhaupt. Und das ist einfach traurig. Aber der macht halt 19 Tore in 25 Bundesliga-Partien. Wenn wir hier fast den Ausgleich kassieren. Oh ja, er treibt nochmal an. Nimmt Gogiwara mit. Perfekt. Gogiwara kreuzt. Zurück zu Bahoya. Bahoya 2-0. Alter, was ist mit Leverkusen? Schön nochmal jetzt hier zum Abschluss den zwei Dinger reindrücken. Stark gemacht. Es gibt manchmal Partien, da hast du keine Schnitte. Da wirst du 5-0 hergespielt. Und dann gibt es so Partien. Wie gesagt, wir haben ja auch in der Simulation gegen Bayern und gegen Dortmund gewonnen. Wo auf einmal wirklich Feuerwerk ist. Wieder. Super gemacht. Mörstedt tankt sich wieder vorbei. Mörstedt 3-0. Das meine ich. Also es kann ja nicht sein. Das ist hier der, obwohl es ja nicht der amtierende Meister. Ich weiß gar nicht, wie Leverkusen in der Liga da ist. Aber Mörstedt, Bahoya, Mörstedt. Und es steht 3-0 zur Pause gegen Bayern 04 Leverkusen. Während wir dann gegen Mainz irgendwie 5-1. Ne, da haben wir 5-1 gewonnen, oder? Ne, gegen Frankfurt war es. Da haben wir 5-1 verloren. Genau. Es ist halt so random, Leute. Es ist so random. Ratschnick, gutes Tackling. Langer Ball auf Max Mörstedt. Aber der verliert irgendwie die Kopfballduelle gegen die Andrichs und Kurs. Freiburg gegen Leverkusen ist auch Pokalfinale. Ist auch wild. Mörstedt. Mörstedt. Ah, schade. Winter wollte da den Ball ihm rübergrätschen. Warum geht jetzt da Bakatukan dahin? Egal. Er hat ihn. Mansambi. Mansambi. Mit der Flanke auf Mörstedt. Das ist Bahoya. Der gewinnt das Ganze. Ementa. Anosike, Körper rein. Das ist Handspiel. Das ist ein Freistoß in einer guten Position. Hätten wir jetzt nur jemand, der gute Freistoßpräzision hat, ne? Wir können halt, haben wir Holtby dabei? Ne, Holtby haben wir nicht mitgenommen, ne? Fürs letzte Spiel. Eigentlich auch traurig. Das hat halt keiner gute Freistoßpräzision. Ist Iran Kunde auf dem Platz? Ne, auch nicht. Wir haben ja den großen Sturm gemacht. Ich glaube, wir machen einfach so einen schönen Lupfer in die Mitte. Da ist Skelly Alvero. Schade. Schöner Ball hinter die Kette. Luis Gilerm gegen Flecken. Und Flecken bleibt der Sieger. Wir wechseln jetzt nochmal zur 70. Mörstedt auf jeden Fall raus. Für Justin Deal bringen nochmal Nick Woltemade. Wir bringen auf jeden Fall... Obwohl, Ementa kann eigentlich drin bleiben, fällt mir auf, oder? Wir können nämlich Woltemade einfach für Bahoya auf die 10 packen. Dann packen wir nochmal Pohlmann rein. Finn Jeltsch mal für Ogiwara auf Linksverteidiger. Sehr ein bisschen defensiver. Aber das Ding sollten wir eigentlich sowieso gewinnen. Bei 3-0. Da wäre fast das 1-3 direkt gewesen. Junge, Junge, Junge. Nächster Kopfball. Nächste gute Parade von Marc Flecken. Wir verlieren den Ball hier. Oh, schöne Flanke auf Florian Wirtz. 1-3. Ah, Bayer kommt nochmal. Ich werde jetzt safe hier ein bisschen rumspielen. Ich sehe es nicht ein, jetzt das Spiel zu Ende nochmal, gegen Ende nochmal zu verlieren. Aber guck mal, wie eng die an unseren Leuten dran stehen. Jetzt kommt hier das Pressing raus. Ratschnick kommt nicht vorbei an Bedosian. Es gibt immer noch den Abseits-Glitch. Gut dafür. Und da ist das. Nein, da ist nicht das 4-1. Eine gute Mitnahme von Anosike. Wieder ist der Keeper zur langen Schlag gezwungen. Veratschnik gewinnt das Kopfballduell. Die haben Declan Rice. Alter, das ist ja ein richtig gutes Team. Und wir schlagen die hier 3-1. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das. Schöner Ball. Darwin Núñez haben die auch. Gegen Bakatukanda. Der gewinnt da das Duell gegen Darwin Núñez. Ja, das war ein bisschen risky, was wir hier probieren. Aber dann haben wir Glück, dass das irgendwie Handspiel ist, oder? Ja, Handspiel wahrscheinlich. Die haben Hanschko, die haben De Ligt. Alter, was haben die für ein Team? Holz ihn weg. Wichtige gelbe Karte da.
dürfen hier nicht nochmal was aufkommen lassen, Leute. Gegen Bayern 04 Leverkusen. Schön nochmal zum Saisonabschluss. Drei Dinger reingedrückt und gib ihm. Jementa. Das ist kein Abseits. Justin Diehl legt sich den Ball super weit vor. In der Mitte ist Woltemade. Braucht nur rüberlegen, Nick. Woltemade. Das ist dann der endgültige Deckel. 4-1 für uns. Sehr, sehr, sehr stark gemacht. Schönes Ding. Was kommt nochmal? Trickst sich hier an uns vorbei. Den hat aber nochmal Tim Drexler. Veratschnik haut den Ball weg. Letzte Minute läuft. Was für ein wildes Spiel wieder mal. Schöner Ball, Anusike. Sehr, sehr schöner Ball, Anusike. Emente aus spitzem Winkel knallt ihn an die Latte. Guter Powershot nochmal gegen Ende. 4-1 gegen Bayern 04 Leverkusen. Stark. Easy. Und damit sind wir durch die Saison durch. Am Ende, ich weiß gar nicht, jetzt kommen wir ja nicht mehr auf die Tabelle. Das können wir aber hier über L2 und den Shortcut lösen. Werden wir tatsächlich Zehnter. Knapp noch an der 9 gescheitert, weil unser Torverhältnis nicht gut genug ist. Aber sehr, sehr stark. Leverkusen haben wir damit aus der Champions League gekickt, nur in die Europa League. Was auch sehr wild ist, die hätten sogar theoretisch noch Dritter werden können. Also 10. Platz für alle Maniachen. In unserer 4. und auch 1. Bundesliga-Saison ist sehr, sehr stark. Denkt dran, wir waren zwischenzeitlich auch auf der 16, 17, 18 unterwegs. Heidenheim geht runter, Mainz geht runter, Augsburg muss in die Relegation, aber der FC bleibt oben. Let's go, sehr, sehr schönes Ding. Ja, ich würde sagen, eine sehr, sehr stabile Saison. Wir schauen uns nochmal zwischendurch natürlich unsere Statistiken in der Teamzentrale an. Ich denke, Ementa werden wir auf jeden Fall ziehen, die Kaufoption. Müssen wir dann mal gucken, wie viel ist denn der Bruder gerade wert. Auch mittlerweile ihren Kunde auf die 80 Millionen, das ist natürlich auch toll. Ementa ist 5 Millionen wert. Ja, das ist doch eigentlich kein Problem. Wir schauen aber mal statistikmäßig. Mörr steht 26 Tore, 3 Vorlagen. Klar, da sind die 6 DFB-Pokal-Tore in 2 Spielen dabei, aber das war ja eine absolut wilde Saison. Iran Kunda nur 11-2 bei 32 Spielen. Klar, der hat auch viel Simulation gespielt. Nick Woltemade auch 10 Tore gemacht am Ende. Justin Diehl 6-7, Ole Pohlmann 4-6, Geddy Alvero 3-2, unter anderem die 2 wichtigen Buden im DFB-Pokal. Bahoya in 10 Spielen 10 Scorer auf der 10. Also der ist jetzt der Zehner, der am meisten gerissen hat. Pavlovic 36 Spiele gemacht. Ja, also von den Scorern her sieht das sehr, sehr gut aus, finde ich. Anusike Mente hat natürlich nicht viel gespielt. Was sagen unsere Keeper oder unser Keeper? Marc Flecken, 3 Spiele ohne Gegentor. Nur ja klar, ist auch in der Bundesliga, ne? Das ist auch irgendwo verständlich, aber alles in allem finde ich eine extrem erfolgreiche Saison, oder? Ich bin nochmal jetzt sehr gespannt, was wir für ein Budget in der nächsten Saison dann bekommen, ne? Weil 10. in der Bundesliga ist ja auf jeden Fall ein absolut respektables Ergebnis. Also da glaube ich, da könnte ordentlich der Rubel rollen. Gucken wir mal, Saison beenden. Wir haben natürlich nicht ganz, wir sind nicht ganz zufrieden. Klassiker, ne? Also steigst auf, wirst 11. oder nee, sogar 10. und bist nicht ganz zufrieden. Das holst einen Weltstar in Pavlovic, holst eine alte Legende in Ementa, aber der Vorstand, der sagt, wir haben nicht 3 Jugendspieler aus Zimbabwe geholt. Und da sind wir. Und wichtiges Ding ist natürlich, dass wir die Kaufoption von Ementa jetzt direkt am Anfang ziehen müssen, wenn wir das denn wollen. Budget sagt was? Budget sagt 25 Millionen, also genauso viel wie in der ersten Saison, als wir hochgekommen sind. Ich glaube, so oder so ziehen wir aber die Möglichkeit bei Ementa, oder? Also Ibrahimovic ist auch ausgeliehen, der geht zumindest noch ein bisschen hoch. Bahoya, was ist da die Kaufoption nochmal? 12. Okay, aber den können wir, glaube ich, auch eher erst nächstes Jahr ziehen, ne? Ja, jetzt noch 1 Jahr, 6 Monate, also nächstes Jahr im Winter erst. Laurin Ulrich haben wir keine Kaufoption, den könnte man natürlich holen, muss man aber nicht unbedingt, aber ich würde sagen, Anusike Ementa, Sidi Sané übrigens auch wieder zurück im Verein, wundervoll, ziehen wir die Kaufoption von 4 Millionen. Ein Backup-Stürmer, ich bin gleich so gespannt, Leute, auf Max Mörstedt, ne? Ich wette, er ist nicht hochgegangen, das wäre so eine Frechheit, also dass er weiter hochgeht, meine ich natürlich. Er möchte wichtig, warum, Bro? Du hast eine 74, guck mal auf die Rolle im Kader. Vertrag, 4 Jahre. Eine Freigabesumme, 23.000 Gehalt, Digga. Willkommen, fass dich mal, das ist voll viel. Nimmt er an. Egal, erster Transfer eingetütet, Anusike Ementa. Der kommt nicht durch die Tür fast. Fest verpflichtet von Viborg FF für 4 Millionen. Wieder Marktwert ist bei 5. Ich glaube, das ist total in Ordnung für den 2,2 Meter. Riesen, ansonsten Sidi Sané, der Mann ist nicht hochgegangen, der Mann wird auch nicht weiter hochgehen, habe ich das Gefühl. Ja, 33 Wochen, also ich glaube, es ist ein Case von Sidi, du kannst gerne auf die Transferliste deine 5.000 Euro Gehalt, die machen wir frei. Gucken generell mal durch, Elias Börtner ist 1 hochgegangen, ist gerade verliehen. Konstantin Heide ist auch wieder zurück, der ist auch nur 1 hochgegangen. Ich weiß da doch nicht, ob es da nochmal eine Chance gibt, dass wir den nochmal verleihen, eventuell, aber vielleicht vorher Vertrag verlängern. Lohnt sich das überhaupt? Also wenn er jetzt über 10.000 Gehalt will, will ich, glaube ich, den Vertrag nicht verlängern mit ihm. Weil das ist mir, glaube ich, das Geld dann einfach nicht wert, oder? Obwohl, er will nur 5.
5 ist, glaube ich, in Ordnung. Die 5 geben wir ihm mal. Wenn er dann geht, bitter ist das natürlich auch nicht so schlimm. Christus Tobas ist jemand, den wir auf jeden Fall verkaufen können. Den hatten wir, glaube ich, von den freien Spielern geholt. Nee, hatten wir nicht. Den hatten wir von Zürich, glaube ich, geholt. Eoyul Bakar Zukanda. Taylan Bulut ist zurück auf eine 68. Ist der hochgegangen? Haben wir den mit einer 68 verliehen? Also er geht auf jeden Fall noch weiter hoch. Und das auch echt nicht bad. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Bevor wir jetzt entscheiden, wer irgendwie geht und wer kommt und was weiß ich, werden wir einmal die Entwicklungspläne einmal kurz durchgehen. Bei jedem. Ne, Marc Flecken, wir haben drüber geredet. Flecken auf jeden Fall auf die Transferliste. Der Mann hat uns gut gedient, aber ich glaube, wir brauchen einen neuen Keeper. Dann haben wir Marcel Jonen. Klar, der kann weiter Zweiter bleiben. Konstantin Heide wird nochmal verliehen, aber geht halt auch nicht weiter hoch. Das ist ein bisschen schade. Ogi Warra, ist weiter ein gutes Backup für uns auf Außen. Der spielt solide. Ich glaube, den würde ich einfach behalten. Harry Maas braucht 6 Wochen. Das ist stark. Aber ich glaube, danach habe ich irgendwie das Gefühl, geht er echt sehr langsam nur hoch. Dann haben wir Bernd Oliveira, der ist auch wieder zurück. Für mich auch mittlerweile Verkaufskandidat. Geht halt nicht weiter nach oben. Haben auch viele von euch in die Kommentare geschrieben, dass sich diese Laien einfach auch sehr, sehr semi-lohnen. Deswegen lassen wir das auch. Tim Drexler ist nochmal hochgegangen. Aber auch Tim Drexler hört auf, hochzugehen. Mit 23. Was echt schade ist. Der ist ein guter Backup, aber auch den könnte man theoretisch dann verkaufen. Tobas haben wir schon auf der Liste. Den behalten wir. Geht nicht weiter hoch, aber der hat eine 76 oder 75. Der ist super, super stark. Wird vielleicht an die Backup-Rolle rutschen. Aber wir müssen echt Team ein Stück weit, glaube ich, umkrempeln, weil viele Leute einfach nicht mehr weiter hochgehen. Auch Bakar Zukanda, den wir wahrscheinlich dann auch verkaufen werden, glaube ich. 140 Wochen mit 24. Schwierig. Finn Jeltsch geht allerdings weiter hoch und der gefällt mir auch ingame sehr, sehr gut. Scheint nochmal ein Upgrade bekommen zu haben. Haben wir mal hier Vorstopper bei ihm. Ich würde aber, glaube ich, mit ihm auch auf jeden Fall den Vertrag verlängern, weil ich gerade gesehen habe, er hat nur noch 12 Monate. Das machen wir, glaube ich, auch mal direkt, bevor wir da irgendwie noch in Trouble kommen, weil wir da irgendwie kein Geld mehr hinten raus haben und so weiter und so fort. Deswegen machen wir das, glaube ich, direkt. 4 Jahre obendrauf. Nimmt er sofort an, das ist wundervoll. Bei dem sehe ich auch, dass er locker noch so die 83, 84 irgendwie knackt. 16k Gehalt ist okay, Wertschätzung ist gegeben, wir wollen ihm ja auch einen guten Vertrag geben. Nehmen wir mit Taylan Bulut, der geht noch nach oben, ne? Die Frage ist halt, wie oft, wir behalten ihn mal. Dann haben wir Veratschnik, gut, der ist auch schon was älter, aber mit 25 geht er immer noch stabil hoch. Deswegen behalten wir den Skelly Alvero, ja, er geht hoch. Die Balance auf 39, Leute, in 6 Wochen. Die Verteidigung geht weiter nach oben, das ist sehr, sehr stark. Er hat kein gutes Tempo. Mansambi, es wird Zeit loszulassen, Leute. Der spielt sich gut, aber ich glaube, es wird Zeit loszulassen. Auf die Transferliste mit dir, Antonines, bleibt safe. Geht natürlich nicht weiter nach oben. Dann haben wir Ole Pohlmann, ist eine solide Option im Mittelfeld. Für mich aber auch eher Backup mit seinen 27. Dementsprechend können wir den behalten. Laurin Ulrich ist ja eh geliehen. Deswegen bleibt er natürlich auch. Heulun. Auch da traurig, dass er gar nicht weiter hochgeht, weil er hat eigentlich super, super viel gespielt. Da würde ich fast sagen, da müssten wir uns eventuell trennen. Alex Pavlovic, der bleibt auf jeden Fall. Den haben wir auch jetzt erst geholt. Geht auch nochmal schön hoch. Wir machen sein Sprinttempo gerade nach oben. Das ist sehr, sehr nice. Ansonsten die Defensive. Auch seine Passwerte, die sind einfach wild. Dann haben wir Isaac Hansen Aröen, der auch noch weiter hochgeht, aber echt lange braucht. Woran liegt das denn? Schlechte Form? Also er geht noch weiter hoch, aber hier 36 Wochen können wir halt machen. Weiß ich auch nicht, was wir auf der 10 machen. Also für mich ist dort Bahoya mittlerweile eigentlich gesetzt. Den werden wir natürlich dann erst nächste Saison holen, aber den werden wir auf jeden Fall holen, glaube ich. Nur seine Passwerte, die können halt ein bisschen besser sein. 75 Pass, gut, langer Pass machen wir ja gerade noch nach oben. Weiß auch nicht, wie krass sein Potenzial noch weiter nach oben ist. Pontus Dabo, also für mich ist Dabo und Bahoya unsere 10 dieses Jahr. Und Hansen Aröen, weiß ich nicht, was wir damit machen. Vielleicht ihn nochmal verleihen, aber da werden wir wahrscheinlich wieder vieles kaputt machen. Nick Woltemade, guter Backup-Stürmer. Immenta, guter Backup-Stürmer. Iran Kunda. Ich glaube, da brauchen wir eigentlich relativ wenig drüber reden über diesen Mann. Also, er hat 90 Abschluss mittlerweile. 94 Beweglichkeit, 93 Balance. Das Tempo ist absolut wild. Der Mann geht weiter nach oben. Sidi Sané haben wir darüber geredet. Justin Deal, auch der geht weiter nach oben. Ich habe ein bisschen Angst bei Mörstedt gleich, Leute. Ich bin ganz ehrlich, ne? Ich habe gleich ein bisschen Angst. Justin Deal auch mittlerweile guten Abschluss. Max Mörstedt, ja, ich weiß nicht, wie weit er nach oben gehen wird. Ich weiß es nicht, Leute. Aber 9 Wochen. Er hat ein Upgrade bekommen. Er hat ein Upgrade bekommen. Sprungkraft, Kopfballpräzision. Stoßsturmprofi in 6 Wochen. Oh, ich habe Angst, Leute. Ich habe so Angst, ey. Aber das ist ganz gut. Jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen sortiert, was wir transfermäßig machen können. Kaufoption haben wir auch gezogen. Jetzt können wir uns auf die Angebote einstellen, schauen, wen wir verkauft bekommen. Wir gucken auch nochmal auf die Vorstandsziele für die kommende Saison. Das ist ja auch so ein Ding. Erfolge national, Achtelfinale und Mittelfeldplatz. Das ist sehr hoch. Das kriegen wir hin. Nachwuchsentwicklung ist niedrig. Markenpräsenz. 10 Siege in Heimspielen von 17, das ist wild. Vielleicht den wichtigen Stürmer, das kriegen wir aber auf jeden Fall hin, glaube ich, denn wir sind wieder im gelben Bereich. Ich sollte auch zwischendurch mal wieder speichern. Dann bin ich mal gespannt, ob da ein paar Angebote reinrasseln. 9 Stück an der Zahl für ganz, ganz viele Leute von uns. Wir gucken mal rein. Iran
102 Millionen von den Wolverhampton Wanderers. Nein, Iran Kunda bleibt auf jeden Fall. Aber für Oscar Højlund kommt ein Angebot rein. Wir gehen, glaube ich, bei jedem in die Verhandlungen. Wir können, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr verlangen als diese 6,3. Vielleicht mal irgendwie mit 8 reinstarten. 8,2. Ich weiß nicht, ist das zu viel? Ja, nehmen die sogar direkt an. Vielleicht war es da sogar noch zu wenig. Aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal für Oscar Højlund. Sei jetzt zum Kauf von Real Oviedo für Heide. Wird, glaube ich, delegiert in eine Zweijahresleihe. Selbes gilt für Southampton. Weiß ich nicht, ob die da Bock haben, das anzunehmen. Da haben wir Marcel Jonen, da lehnen wir das Angebot ab, weil das ja zum jetzigen Stand unser Backup-Keeper ist. Bakar Tukanda, Angebot von Standard Lüttich. Könnten bis 2,1 verlangen, der ist ja leider nicht viel wert. Der hat mir in-game sehr, sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde halt, ist echt schade, dass er halt wirklich gar nicht hochgeht. Vielleicht können wir da noch irgendwie 3,5 irgendwie rausholen. Das wäre, glaube ich, für mich in Ordnung. 2,95, letztes Wort. Ja, das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Kriegen wir nochmal 3 Millionen, ein bisschen Gehaltsbudget frei. Mansambi, es tut weh, Leute. Der Mann ist auch absolut gar nichts wert. Natürlich, der hat ja auch einfach keinen guten Marktwert. Wir machen das mal mit Delegieren. Das tut weh. Und Taylan Bulut, ja, bei dem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da warten wir nochmal ein bisschen. Aber dann kriegen wir das bestimmt hin, den einen oder anderen dort fertig zu machen. Nächstes Angebot für Christus Tobas für 2,65. Da können wir auch noch ein bisschen was rausholen. Gucken gleich auch nochmal bei freien Spielern rein. Ich denke, die meisten Transfers werden wir dann erst in der kommenden Folge wahrscheinlich machen. Die nehmen sogar 3,6 an. Also es wird jetzt eher so eine Abgangsfolge, glaube ich, werden. Jon kann ich, glaube ich, nicht blocken, weil er unbedingt einen Wechsel gebeten hat. Und Mansambi sind 1,4 Millionen beim Delegieren geworden. Ja, Mansambi, es tut mir wirklich weh. Es tut mir wirklich überall weh. Am gesamten Körper, Leute. Oh nein, wer ist das? Das ist nicht Mansambi, das ist Højlund. Der geht zu Bristol City für 8,2. Ja, da haben wir nochmal richtig viel Cash für ihn bekommen. Der ist noch relativ jung, hat eine 74. Wir hätten sogar 9,8 rausholen können, steht da. Interessant. Dann haben wir weitere Abgänge. Das ist Elias Bakar Tukanda zu Standard Lüttich. Nur 3 Millionen knapp in Anführungszeichen, glaube ich. Aber trotzdem ein ganz guter Deal, den wir eingefädelt haben. Ja, hätten nochmal 3,3 verlangen können. Das sieht nicht schlecht aus. Weitere Angebote trudeln rein, aber erstmal noch ein Abgang. Das ist Johan Mansambi, der null aussah wie Mansambi auf dem Bild. Wahrscheinlich war es wieder ein Anzeigebug zu Almere City FC. Wir werden ihn ab und zu mal besuchen kommen, glaube ich, dass wir mal reinschauen. Christas Tobas war das vielleicht auch, der einfach zu Swansea gegangen ist für 3,6 Millionen. Also wir sammeln Geld links und rechts ein. Also auch wie immer gerne Transfervorschläge in die Kommentare. Ich bin gerade nicht so richtig im Bilde, bei welcher Folge ich gerade bin, weil ich sehr viel vorproduzieren muss, weil ich auch bald auf Podcast-Tour gehe. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich jetzt zwischen dieser und der nächsten Folge es überhaupt schaffe, Kommentare zu lesen. Trotzdem immer gerne gesehen. Transfervorschläge, die schaue ich mir dann zwischendurch einfach mal rein. Angebot für Mark Flecken, das ist nämlich auch wichtig. 2,54 für Sociedad und von Valencia 2,35. Da gehen wir auch nochmal in die Verhandlungen rein jeweils. Vielleicht 3,35. Ich weiß nicht, ob man überhaupt noch so viel verhandeln kann. 2,45. Ja, das ist am Ende dasselbe, was jetzt auch Dings geboten hat, Sociedad, ne? Ich glaube, das nehmen wir einfach an, beides, und dann passt das schon. Beide Leihe zu Oviedo geht durch und auch Southampton geht durch. Da kann er sich den Club aussuchen. Dann haben wir noch Pontus Dabo, den wir eigentlich behalten wollen mit einer 75 von Ipswich Town. Also den würde ich gerne erstmal keepen, ist unser zweiter Zehner in Anführungszeichen. Dann haben wir die Einladung zum Turnier. Dann nehmen wir das mit dem meisten Geld. Und dann haben wir jetzt echt nochmal eine ganze Stange Geld eingesammelt. Und ich würde sagen, ich wollte gerade 50 sagen, aber es sind 33 insgesamt. 33 Millionen. Wir sollen einen Stürmer verpflichten, aber das Erste, was wir natürlich machen, ist einen neuen Keeper holen. Das ist für uns einfach das Wichtigste. Dennis Simon wäre eine Idee. Jonas Obig ist zu gut. Owusu Odoru ist auch zu gut. Oder Hammel. Hammel wäre halt billig. Flima hätte ich auch Bock als Außenverteidiger. Müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie hinbekommen. Mal Augusto können wir nochmal scouten. Aber er ist wahrscheinlich ein bisschen zu gut. Also Dennis Seim aktuell finde ich eine gute Idee. Der ist halt 17 Millionen wert. Das ist die Hälfte unseres Geldes. Aber in den Keeper sollte man schon auch investieren, glaube ich. Es sei denn, und das gucken wir jetzt vielleicht mal zuerst, es ist ein richtig guter Keeper bei freie Spieler. Das können wir natürlich auch machen. Wir gucken mal Transferstatus frei, Position Torhüter und dann mindestens 21, damit die Regions raus sind. Ist hier vielleicht jemand, der echt richtig gut ist am Start. Generell habe ich aber das Gefühl, dass die meisten Keeper, oder was ist die meisten Keeper, dass die meisten freien Spieler echt eher so unterklassig sind und super selten, wie Leute wie im Real Life dann so mal ein De Gea oder so am Start sind. Ich dachte, ist das Aitor? Nee, es ist der andere. Ich sehe jetzt zum Beispiel keinen Keeper, wo ich sage, yo, der ist interessant. Wir gucken direkt auch nochmal bei deutschen freien Spielern einfach rein, ob da irgendwas dabei ist. Aber ich bezweifle das irgendwie auch, also... Leider nicht Timo Werner, der da links frei ist.
Also für die Bundesliga ist da schon echt ordentlich oder wenig einfach dabei. Am ehesten ist es halt Dennis Seim. 18,5 Millionen, Vertrag läuft nicht aus. Wir können mit 17 reinstarten. 22, 8. Also wir haben halt das Geld. Es ist halt ein Großteil unseres Geldes. Nochmal 17, 1. Das war ja die Untergrenze von denen. 18, 5. Das ist Marktwert. Vielleicht 18 glatt. 18, 1. Letztes Wort. Ich glaube, das ist natürlich in Ordnung. Es ist die Hälfte unseres Budgets für einen neuen Keeper. Wir haben auch noch nicht alles verkauft, was wir theoretisch verkaufen können, soweit ich weiß. Warum will er Rotationskeeper sein, frage ich mich nur. Der... Okay, 5-Jahres-Vertrag. Wieso will er nur Rotation, hä? Okay, und jetzt will er wahrscheinlich wieder Gehalt nicht sagen, ne? 20k, ich meine, der Verdiener ist halt in der Premier League. Da kann er hier ein bisschen weniger nehmen. Nimm 20,5 an. Dann geben wir ihm doch die 20,5. Er will unbedingt den Einstiegsbonus. Kann er haben. Wir haben immer noch 13 Millionen auf dem Konto. Aber auch einen neuen Keeper in Dennis Seim. Ich weiß nicht, warum er Rotation wollte. Es ist uns egal. Von Nottingham Forest kommt ein sehr, sehr junger, sehr, sehr zukunftsträchtiger Keeper. Hätte noch nicht mehr rausholen können laut dem Co-Trainer. Sehr, sehr nice. Damit haben wir auf jeden Fall die Keeper-Lücke gefüllt. Wie gesagt, letztes Jahr hatten wir natürlich einen 80er-Keeper in Mark Flecken. Klar, die Alten, die sind da irgendwie ein bisschen besser. Flecken ist ja auch noch da. Der verdient ja auch noch relativ viel Gehalt. Aber ab jetzt ist Dennis Seim bei uns zwischen den Pfosten. Und das ist der erste Transfer für die kommende Saison. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn wir aufs Team gucken, für die nächste Folge, würde ich sagen, ich würde gerne noch einen Innenverteidiger verpflichten, weil wir dort nur Finn Jeltsch haben, der aktuell hochgeht. Wir brauchen noch einen neuen Linksverteidiger, glaube ich. Und dann geben wir wahrscheinlich noch Harry Amass ab, weil der auch sehr viel Gehalt verdient. Im Mittelfeld sehe ich uns gerade auf jeden Fall mit Pavlovic, Alvero und Dabo reingehen. Bahoya auf der 10 und dann vorne, ja, wie gut geht Max Mörstedt hoch, ist dann natürlich die Frage. Aber Iran Kunda, Justin Diehl, Mörstedt und vielleicht noch Ementa plus X, also vielleicht noch einholen, um nochmal durchzurotieren, weil das ja auch eine Aufgabe des Vorstands ist. Also Linksverteidiger, Innenverteidiger, vielleicht ein Achter und vielleicht ein Stürmer sind so die Targets für die nächste Folge. Falls euch diese hier gefallen hat, gerne dem Ganzen einen Daumen hoch geben und ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, ich auf jeden Fall. Wir sind angekommen in Saison Nummer 5, unser Team ist top und Max Mörstedt geht weiter hoch. Was könnte besser sein? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.